Die Begrüßung ist der erste Eindruck, den man hinterlässt. Man kann diesen ersten Eindruck, das weißt du, nicht wiederholen. Wenn du Kunden anrufst, also Outbound-Gespräche führst, dann kennst du das vermutlich. Der Kunde geht dran, du stellst dich vor und dann hörst du nur ein Klicken. Dein Kunde hat aufgelegt oder wenn du Glück hast, bleibt er zwar dran, sagt aber dann direkt, ich habe keine Zeit oder ich habe kein Interesse, bevor du überhaupt irgendwas sagen kannst. Häufig höre ich an der Stelle dann, aber sie wissen doch noch gar nicht, um was es geht. Und das macht die Sache nur noch schlimmer. Und was du tun kannst, damit mehr Leute am Telefon bleiben, das verrate ich dir in den kommenden Minuten. Mein Name ist Uwe Bothe und ich wünsche dir jetzt viel Spaß und gute Unterhaltung bei einer neuen Ausgabe von 5 Minuten Coachtisch. Wenn dir gefällt, was du siehst, dann freue ich mich auf einen Klick auf Abonnieren. Viele Menschen sind genervt, wenn sie von Callcentern angerufen werden. Vielleicht ist dein Anruf aber einer der Calls, die dem Kunden noch was bringen und dennoch schmeißt sich der Kunde mit all den anderen in einen Topf. Ganz schön gemein. Oberstes Ziel muss also von dir sein, sich von allen anderen, die dort anrufen, zu unterscheiden, um mehr Kunden ins Gespräch zu holen. Und wie das geht? Ganz einfach. Hör du auf, dich wie ein Callcenter anzuhören. Vermeide Sätze wie schönen guten Tag oder schön, dass ich Sie persönlich erreiche. Auch die Frage, haben Sie kurz Zeit oder störe ich Sie gerade, die kannst du dir komplett schenken. Das sind Gesprächskiller. Wer ans Telefon geht, der hat meistens kurz Zeit, sonst würde er oder sie ja nicht drangehen. Und die Wahrheit ist, ja, du störst jeden, den du anrufst. Und zwar so lange, bis du ihm klar machst, dass sich der Anruf für ihn lohnt. Wenn der Kunde dich abwimmelt, vermeide diesen verbalen Kniefall, sie wissen doch noch gar nicht, um was es geht, ich äff das jetzt mal so nach. Mal ganz im Ernst, ich habe noch nie einen Kunden gehört, der nach diesem Satz gesagt hat, ach ja stimmt, sorry, mein Fehler, erzählen Sie erstmal. Das passiert dann nicht. Begrüß den Kunden so neutral, wie es geht. Eine perfekte Begrüßung im Outbound lautet in exakt dieser Reihenfolge. Hallo, mein Name ist Vorname, Nachname von Firma. Ich bin richtig bei Nachname. Ja, prima. Und dann kannst du in Ruhe klären, wer zuständig ist. Sei aufmerksam, sprich mit Elan, lächle, achte auf nonverbale und paraverbale Kommunikation, hör aktiv zu. Das ist die halbe Miete. Die ersten Sekunden entscheiden, ob der Kunde Lust auf dich und das Gespräch hat. Und sei souverän, wenn ein Einwand oder Vorwand, ich habe jetzt keine Zeit, kommt. Bereite dich doch auf so derartige Aussagen vor und dann kannst du schlagfertig sein. Sagt der Kunde, dass er im Moment keine Zeit hat, dann antworte doch einfach mit Sätzen wie danke für den Hinweis, ich mache Ihnen folgenden Vorschlag, ich sage Ihnen ganz kurz, um was es geht und wenn Sie das dann doch toll finden, dann freuen wir uns beide, okay? Fließt bei mir durch die Adern. Muss bei dir auch passieren. Mehr als die Hälfte der Angerufenen spricht danach mit dir. Sagt dir ein Kunde, dass er gerade nicht kann und lieber später angerufen werden möchte, dann kannst auch hier mit dem Satz souverän antworten, wenn du das übst. War das ein charmantes Nein? Oder soll ich sie später wirklich nochmal anrufen? So signalisierst du dem Kunden, dass du auf Augenhöhe sprechen möchtest. Und wenn ein Kunde dir daraufhin sagt, dass es ein charmantes Nein war, dann hast du zumindest die Gewissheit, dass du dir eine schlechte Wiedervorlage gespart hast. Mehr dazu auch in den Videos Einwandbehandlung, Vorwandbehandlung und Wiedervorlagenmanagement. Wie du siehst, es ist ganz einfach ins Gespräch zu kommen, wenn man bestimmte Dinge beachtet. Und ganz ehrlich, natürlich wirst du auch weiterhin Kunden haben, die auflegen. Das habe ich auch. Mit den eben genannten Tipps hier werden es aber deutlich weniger. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Ausgabe von 5 Minuten Coachtisch. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere doch gerne meinen Kanal. Und wenn du alles nochmal in Ruhe nachlesen möchtest, empfehle ich dir meinen Blog unter coachtisch.com. Alle Videos, alle Podcasts und so weiter gibt es dort auch zu finden. Und ich freue mich, wenn wir uns demnächst zu einer neuen Ausgabe wiederhören. Bis dahin, gute Unterhaltung, viel Erfolg weiterhin und bis bald. Ciao.